Hör zu, die wollen uns töten, Marius. Wir müssen zum Senat und meine Leute retten. Ja, aufteilen. Was bist du denn für einer? Nur du und ich. Komm schon, Marius. Ja, das habe ich doch gerade gemacht. Lauf weg, solange... Die Nippel. Aufteilen ist immer eine gute Idee, ja. Links oder rechts? Ich würde rechts gehen. Oder? Wer ist das denn? Rala, dort liegt dein Schicksal. Lauf. B. Okay. Sieht schon echt schön aus. Wir brauchen in unseren Städten auch viel mehr Kunst, also so Statuen und so. Wisst ihr noch weiter? Ja, die Drogenparty. Okay, das kann ich nicht aufmachen. Dann geht's wahrscheinlich hier unten. Speichern. Vater! Oh nein, jetzt stirbt er. Marius! Ah, doch. Ja. Mal Nero. Das finde ich ein bisschen schade, dass die das gemacht haben, weil, also, wir können uns ja gleich, wenn es ein bisschen ruhiger ist, drüber unterhalten. Weil der Nero war nämlich höchstwahrscheinlich nicht so ein Monster, wie wir das jetzt alle sehen, oder halt in der modernen sehen. Ey, Vater, kannst du mal irgendwas machen hier? Er ist gerade durch dich durchgegangen auf mich zu. Ja. Wie der rumtippelt, der Papa. Also, ey, der ist auch schon wieder durch dich durch. Was soll denn das? Marius! Du musst Platius warnen! Im Amphitheater! Bring ihn zum Forum! Ich würde mal behaupten, dass ich... Ah, jetzt geht's wieder. Ich glaube, ich muss da hoch. Oh, Mann. Okay, er ist in Sicherheit. Er hat ein paar Soldaten dabei. Ach, cool. Das macht er ja auch selber. Ich muss hier gar nichts machen. So. Weil die Bösen töten auch Frauen und Kinder und so. Ja. Hey, Entschuldigung.
Gut. Ich würde mal sagen, da wo die Blutspur ist. Kameraführung ist manchmal echt komisch. Brücke zu rennen. F. Wie unpraktisch ist das denn? Oh, okay. Rom gehört dem Volk. Eine Stadt für das Volk. Ein Kaiserreich für das Volk. Tja, das ist der Vorteil bei Spielen, die für Controller gemacht wurden. Da ist das Ziel nicht wirklich schwer. Nochmal. Dem Publikum wird langweilig. Ja, hier. Ist noch jemand oben? Okay, ich glaube, das war's jetzt. Also natürlich nicht, da kommen bestimmt... Ah. Drücke Q und Fokusmodus. Hey. Oh! Okay. Gar nicht übertrieben. Oh, schön. Ah, jetzt hör mal auf hier. Warte, ich mach mal kurz E, dann habe ich die Ruhe selbst. Okay, ist voll wie Odyssey. Beast Mode. Dabei ist der Papa noch gar nicht tot. Also, vielleicht überlebt er ja. Warte, stopp. Gut. Schön E drücken und dann ist alles in Zeitlupe. Easy. So, warte, ich bin drauf. Warte, stopp. Danke. Vorhin habe ich deinen Zwilling getötet. Und dein Schild fliegt gerade. Ich töte die schneller als die Schilde fallen. So, jetzt bin ich wieder voll Leben. Marius, hier entlang. Da ist der Papa. Ja, come on. Vater! Sie kommen, Marius. Sie jagen uns. Hi. Hä? Wieso hab ich zwei gebraucht? Ah, wahrscheinlich war das ein besserer Gegner. Headshot! Solange du noch kannst! Sterbt! Mordender Abschaum! Leontius! Schnapp ihn dir! Nanox, das finde ich aber cool gerade. Also wir können nicht dort entlang, Marius. Du musst zurück und die Brücke herablassen. Dann lasse ich mal die Brücke herab. Weil die Pila waren ja.
an sich, oder die Stärke der Pieler war ja, dass die Schilde dadurch nicht mehr zu gebrauchen war. Aber hier kann ich gar nicht mehr hoch. Ah, da ist das Tuch, okay. Da ist noch ein Tuch. Okay. So, dann wollen wir mal. Senk die Brücke, Marius! Jawohl! Jawohl! Mit Hilfe von Pila kannst du auch entfernte Dinger. Ah. Zum Forum, Marius! Halt bloß nicht an! Wer ist denn das, der die ganze Zeit da labert? Hi! Ja, vielleicht. Aber erstmal bitte den einen, weil du kannst nichts dagegen tun. Und jetzt den anderen. Dein Dad wäre... Mal sehen, was der Sohn eines Generals so drauf hat. Der Sohn des Generals, woher wissen wir... Dein Vater würde sich schämen. Wer ich bin. Ah, das sind nochmal zwei Zwillinge. Was passiert, wenn ich dich... wie der hinter mir auf mich zugestürmt ist? Wartet, ah, oh, schön. Versuch's nochmal. Okay. Au. Oh. Daneben, abschauen. Ja, abschauen, du hast solche Nippelschilde. Ist vielleicht ganz praktisch, aber... Ach, gut. Ich brauch mal Leben. Gibt's hier irgendwie Health Cat oder... Wir haben nicht viel Zeit. Ah, da stehst du ja. Ja, halt. Zeit wofür? Vater! Was bin ich denn so für eine Heulsuse? Alter. Wofür, Dad? Oh, sag's mir. Boom. drücke U, um zu verbessern. Verbesserung ist der Schlüssel zum Erfolg. Okay, dann verbessere ich mal wieder. So. Mit Ehre kaufen. Da habe ich schon einiges durch das Tutorial freischalten können. Mutter und Schwester tot. Tausende Leute kämpfen. Was ist was passiert hier? ja, okay. So. So, dadurch habe ich ja wieder ein bisschen Leben bekommen. Na dann. Du hast noch Pila. Nee. Böser Tobi ist böse. Ah, da ist noch ein General. Cool. Hi. Alter, diese Nippelringe, die regeln mich sehr. Naja, okay.
Ah, da war die Axt vom nächsten. Hi, jetzt bist du dran. Das ging ja schnell. Alter. Du auch? Ich will mal hier Kühler werfen, jetzt lass mich mal in Ruhe. Die Hinrichtung ist neu. Nicht gegen die Wand. Da kommt schon wieder ein Schlag die Wand, böse Wand. Hm. Ah, jetzt kommen zwei Zwillinge. Oh, der andere Zwillinge will nicht mehr. Der hat mich aufgehalten. Nochmal? Ey, ich hab gerade eh getroffen. Du bist gleich dran. Nochmal. Und die anderen warten da einfach. Okay. Ja, der Sohn muss sich ja beweisen. Legendäre Hinrichtung. Da ist ja noch einer. Was machen die anderen denn? Na, wie geht's dir, hm? Bist du auch nochmal? Na gut. Wie der Vater gerade so schnell dahinter. Das war so lustig. So. Achso, der ist ja noch nicht rein. So. Okay, jetzt. Es ist viel schlimmer, als ich dachte. Du musst Rom retten. Rette es! Rette es vor ihnen. Ihr Schweine! Ihr mordenden Barbaren-Schweine! Ich werde tun, was du sagst, Vater. Ich werde Rom vor ihnen retten. Ihr Blut vergießen. Ich bin Kommandant Vitalion von der 14. Ein Freund deines Vaters. Wenn es Blut ist, was du willst,
werde ich dir so viel geben, wie du vertragen kannst. Bam, bam, du bist in der zweiten, bam. Oder? Ja, Herr. Jetzt nicht mehr. Ah, die 14. ist nach Britannien gegangen. Aha. Storyzeit vorbei. Unter Vitalion schloss ich meine Ausbildung ab. Und erhielt sein Versprechen. In der 14. konnte ich mehr als genug Blut vergießen. Britannien. Diese stinkende Jauchegrube am Rande des Reichs. Die Heimat der Bastarde, die meine Familie ermordeten. Und den Aufstand anführten, der sogar die Straßen Roms erreichte. Meine Versetzung in die 14. führte uns auf diese Insel. Wo ich an ihnen Rache nehmen und den Aufstand niederschlagen würde. So, also historisch gesehen ist das nicht ganz so cool. So Claudius, der Vater von Nero, hat eigentlich keine Eignung. Okay, game over. Ketten lösen. Das Interessante ist, dass solche Mechaniken gar nicht so unrealistisch sind. Also das hatten die Römer auf jeden Fall drauf. Aber die Barbaren? Eigentlich nicht. Also die Briten vor allen Dingen eigentlich nicht. So die unsere gesamte Flotte zerstört! Ach da! Entschuldigung. genau, also die Römer hatten das von den Griechen und von den ganzen Ingenieuren, die sie übernommen haben oder halt eingeworben haben. Genau. The Emperor and Commodus have made enemies. So many enemies.